Moin Leute, euer Ed hier. Ich habe beim MTG Secret Layer Drop, wann auch immer da war, mitgemacht. Auf jeden Fall sollte das Paket am 22.07. verschickt werden. Das ist dann auch dann passiert. Und siehe da, die E-Mail hat angekündigt, dass der Drop heute zu mir nach Hause kommt. Und ich war zeitig wieder zu Hause, nachdem ich in der Stadt war, und der DPD-Bote kam tatsächlich damit an. Dann schauen wir mal einfach rein, was ich mir bestellt habe. Kamigawa Neon Cards, glaube ich. Steht ja auch Traditional Foil Edition. Denn die Neon Dynasty Neon Ink Foil Edition und Secret Lair Street Fighter. Street Fighter, wie wahrscheinlich so vielen, einfach Nostalgie pur. Ich habe das, glaube ich, damals auf dem Super Nintendo beim Kumpel, haben wir uns damit um die Ohren gehauen. Richtig, richtig geil. Freue ich mich richtig drauf. Aber das Beste in meinen Augen kommt zum Schluss. Von daher gucken wir mal hier rein. Ja, wir sind doch gerne ein Teil von Secret Lair. Und wir sind natürlich immer gespannt, was es für Bonuskarten gibt. Ah, okay, sieht man's? Das ist der Idyllic Tutor. So, muss mich erstmal ein bisschen organisieren. Aber auch das kriegen wir hin. So. Dann geht's auf. Ja, wir sehen wieder leichte Pringles. Na, Steldecke scharf? Ja. Halbwegs, ne? Idyllic Tutor. Sword zu Plowshare. Na komm. Jo. Solve the Equation. Und Praetor's Grasp. Das, glaube ich, war auch die Karte oder das Artwork, weshalb ich Bock auf diese Serie hatte. Und Veil of Summer. Mega nice. Und die Bonuskarte ist ein Sliver, der all unseren Slivers Flugfähigkeiten gibt. Ja, habe ich hier und da schon im Netz gesehen, dass es scheinbar viele oder vermehrt Slivers gibt. Ja, ich sag mal, Command Tower Soaring wird ja auch auf Dauer langweilig, wenn es davon nur noch Kram davon geben würde, ne? So, dann geht's weiter mit Neon Dynasty. So, das da. Ach, genau. Huch. Okay, hier hat einfach mal der Kleber nicht gehalten. Das erspart mir ein bisschen das Rausreißen. Auch angenehm. So, dann haben wir hier Ghostly Prison. Beliebte weiße EDH-Karte. Genau, mit diesem Neonrand. Ich erinnere mich. Also, man hat das ja irgendwie vor einem gefühlt halben Jahr her bestellt. Und hat dann aufs Versenden gewartet. Ghostly Prison. Threat from the Realm. Nette Kombokarte mit jedem Mana Dog, der mehr als eine Farbe bzw. ein Mana macht. Nice. Dann Buseyu. Ist wieder in alle Munde. Das Original. Hall of the Bandit Lord wird wahrscheinlich in mein erstes EDH kommen, weil dort habe ich einen Aggro Commander und der da spiele ich die Karte auch. Und oh, das war's tatsächlich. Das waren nur vier Karten, aber in diesem Neon Art Stil, genau. Und was mir hier auffällt, sind die Rares. Die haben hier oben jeweils noch so eine Leine rumgeschwungen, weil die beiden sind Kamen und Ankamen, wenn ich richtig bin. Und der Bonus-Sliver oder die Bonuskarte ist
Ein Temperate Sliver. Ja, warum nicht? Bei Street Fighter das Secret Lair weiß ich, dass es auf jeden Fall nicht ein Sliver Bonuskarten ist, sondern wir sehen. Oh, hier kommt eine neue Challenge. Oh, da steht's. Das sehen wir gleich. Ihr wisst es wahrscheinlich auch schon. So. Okay, hier auch wieder viel Kleber für nichts. Nicht in Gold, sondern in diesem goldglänzenden. So, ich räume das mal wieder beiseite. Hoch. Wir wollten uns nicht auf die Karten kleben. Na komm, geh auf. Ja, das sind schon ein paar mehr Karten. Vielleicht, wenn ich es denn mal aufkriege. Na komm. Wer kennt es nicht? So. Oh, der Pringles-Modus geht tatsächlich sogar. Ich räume die Karte mal ein bisschen beiseite gerade. So, der kam dahin. Der kam dahin. So, dann. Na, stell scharf. E-Honda Sumo Champion. Geiler Typ. Ryu World Warrior. Ich hoffe, das geht mit der Kamera und der Schärfe und alles. Ken Burning Brawler. Blanka, Ferocious Friend. Das ist, glaube ich, der, aus dem ich mir ein Commander-Deck bauen möchte. Irgendwie Rot-Grün Storm oder so ähnlich. Oder Voltron Storm klingt ziemlich, ziemlich cool. Meine Augen. Denn Chun-Li, Countless Kicks. Auch mega nice. Dann haben wir noch Dhalsim. Hat hier, sieht man das, einen so einen leichten, so eine Printmitte quasi. Nicht so schlimm. Geil oder Gil. Ich glaube, damals im Film wurde er von Steven Seagal verkörpert. War das richtig? Nee, Jean-Claude Van Damme. Und Zangief. Ja, der rote Zyklon. So, und als Bonuskarte haben wir Hadouken, aka Lightning Bolt. Weiß ich nicht, wieso sie. Also, ich verstehe, warum sie Hadouken genommen haben. Beziehungsweise verstehe die Idee dahinter, aber sie hätten ja auch einfach Mr. Beast. Na, hilft mir mal auf die Sprünge. Den Antagonisten aus der Spielereihe nehmen können und dem irgendwie einen coolen Flair verpackt hätten. Der hätte zum Beispiel irgendwie nochmal schwarz oder blau sein können. Das wäre ganz cool gewesen. Na, das soll es von mir gewesen sein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch Secret Lair gekauft habt, ob es schon da ist oder noch, ob ihr noch warten müsst. Ich für meinen Teil versuche davon es, soweit es geht, Abstand zu nehmen, weil man doch recht lange warten muss. Aber bei Street Fighter, wie gesagt, konnte ich einfach nicht nein sagen. Das war Kindheitserinnerung pur. Bis dahin, wir sehen uns. Ciao.